Slup möchte ihren Kunden immer das technologisch und servicetechnisch beste Angebot machen. Deswegen haben wir in der Katalogentwicklung dieses neue Kapitel aufgeschlagen. Was ist daran neu? Wir sammeln möglichst viele Attribute, die uns von Suchmaschinen deutlich unterscheiden. Wir verbinden gemeinfreies und lizenzpflichtiges. Wir verbinden analoges und digitales. Und wir bleiben weiterhin kommerzfrei, niedrigschwellig, unideologisch. Ich glaube, das sind Attribute, die uns deutlich von der Internetindustrie unterscheiden. Spannendste meiner Meinung nach am neuen Katalog ist, dass wir jetzt das erste Mal sehen, was genau mit den Daten passiert. Wir können beobachten und eingreifen, wie die Daten prozessiert wurden, wo sie herkommen, wie sie am Ende aussehen, wie wir sie selber aussehen lassen wollen. Vorher war es eigentlich eine große Blackbox, wo wir nicht wirklich reingucken konnten, was passiert. Und jetzt haben wir die Kontrolle über all das, was wir sehen wollen, was wir anzeigen wollen, über die Funktionen, die wir dem Nutzer bereitstellen wollen. Und das macht Spaß. Das macht Spaß zu sehen, das macht Spaß zu entwickeln. Andererseits können natürlich auch unsere technischen Lösungen weiter verwendet werden. Das ist zum einen unsere Datenmanagement-Plattform DSWARM und zum anderen die Präsentationslösung, die wir auf Basis von Typo 3 entwickelt haben.